Guten Tag, mein Name ist Baumann, ich bin Lehrer in Berlin und ich bin nach den Sommerferien jetzt gestern den ersten Tag an der Schule gewesen. Was erfahre ich da? Mobile Impfstationen werden in Kürze in der Schule antreten, um impfwillige Schülerinnen und Schüler zu pieksen. Ich habe an der Lippe gleich einen Herpes bekommen. Ja, so stresst mich das, genau. Jetzt sagen Sie vielleicht, der Baumann, dieser Querdenker. Und ich sage, ich bin noch nie Querdenker gewesen. Ein Querdenker ist ein Vereinsmitglied des Vereins Querdenken in, na, irgendwo, ja, wo es eben diesen Verein gibt, zum Beispiel in Stuttgart. Ja, also, ich bin ein Denker. Ich bin ein Mensch. Ich bin einer von allen. Ich bin einer von euch. Ich bin in eurer Mitte. Und ich sage euch, diese Impfstationen haben in der Schule nichts, aber auch gar nichts verloren. Wir haben dafür Impfzentren errichtet. Wir haben dafür spezialisierte Ärzte, die sich um das Pieksen kümmern. Und diese Impfstationen in der Schule zu errichten, ist aus vielerlei Gründen einfach nur falsch. Und ich verstehe nicht, wie die Schulsenatorin Sandra Scheres in Berlin dieses genehmigen konnte. Wahrscheinlich steht sie derzeit selbst unter einem massiven Druck, das zu tun, aber es macht einfach keinen Sinn. Es macht überhaupt keinen Sinn. Ja, außer den eingeschüchterte Schüler zum Impfen zu bewegen, ja, sage ich mal vorsichtig, ne, um nicht das Wort Zwang aussprechen zu müssen. Jetzt gibt es wieder einige, die sagen, oh, das ist doch ein Quergedanken. Bitte definieren Sie das, ja, was ist das? Hier bei diesen Demos in Berlin gab es auch keine Querdenker. Da gab es alte Leute, die von der Polizei geprügelt wurden. Kann man auch vielen Videos sehen, brauche ich gar keinen Kommentar zu verlieren. Die armen Alten, die da ankommen und ihre Enkel schützen wollen gegen solche Übergriffigkeit des deutschen Staates, die werden beim Spazierengehen geschlagen. Ja? Sagen sie, nein, das war eine Demonstration, eine ungenehmigte. Woran erkennen Sie denn eine ungenehmigte Demonstration? Wie viele Leute müssen da zusammenkommen? Und an welchem Ort müssen sie zusammenkommen? Und was ist es mit unseren Grundrechten? Ja? Was ist das für eine unverschämte Übergriffigkeit des deutschen Staates, die wir zurzeit sehen? Querdenker! Oh, ich habe ja so Angst vor Querdenkern. Das sind ja alles so gefährliche Leute. Nein, das sind Leute wie ich, die absolut harmlos ihre Meinung sagen. Ja? Und die auch möchten, dass diese Meinung in der Öffentlichkeit vertreten wird, ja, die auch bei den Wahlen entsprechend ihre Stimme positionieren werden gegen diese Leute, die dort einfach nur ihr Ding durchziehen. Dafür sind sie nicht gewählt, um das Grundgesetz abzuschaffen. Das tun sie aber faktisch, wenn sie uns nicht die Rechte einräumen, die wir als Bürger dieses Landes haben. Und deswegen, tja, kann ich mich einfach nur wiederholen. Es gibt gar keine Querdenker. Außer vielleicht vereinzelt irgendwelchen, die dann sagen, ja, ich bin Mitglied beim Verein, der heißt so und deswegen ist das mein Vereinsausweis und dann ist das auch okay. Ja, das darf man auch sein. Hochdenker, Niedrigdenker, Nichtdenker, alles erlaubt. Ja, warum denn nicht Querdenken, bitteschön? Ja, da schreien Leute, verbietet die Querdenker. Was machen denn die Querdenker? Haben die irgendwelche Waffen in der Tasche oder so? Ja. Ja, mein Gott, also die sind so gefährlich wie früher die Jugendlichen, die Kaugummi gekaut haben, oder? Oh, mir geht das so auf den Sack. Daher habe ich meinen Herpes. Ich kriege sofort einen Höllenstress. Manche Risiken sind mir einfach zu hoch. Und deswegen bleiben sie unakzeptabel. Und deswegen kann ich auch anderen nur sagen, unterhaltet euch mit mir und mit anderen, die kritische Meinungen haben, damit ihr was dazu lernt, damit ihr nicht doof bleibt, damit ihr denkt, ja,